Anfänger nennen es Joggen, Fortgeschrittene nennen es Laufen. Egal ob Profi oder Anfänger, der Frühling macht uns alle munter. Wenn die Sonne rauskommt und die Temperaturen angenehm werden, wollen alle wieder hinaus und Sport machen. Aufwachen bedeutet auch gleichzeitig der Drang zur Bewegung. Egal ob es Laufen, Schwimmen oder Radfahren ist, wir alle wollen Bewegung machen. Nicht nur in der Natur bestehen Bewegungen und die Tiere graben wieder aus den Löchern, nein, auch wir Läufer wollen wieder raus. Gerade durch die Temperaturen haben viele den Entschluss gefasst, sich vielleicht in einigen Wochen beim Volkslauf wieder an den Start zu stellen oder einfach ein paar Kilo wegzulaufen, die sich komischerweise in letzter Zeit angesammelt haben. Das ist doch eine gute Sache eigentlich. Doch damit dieser Eifer auch für längere Zeit andauert, haben wir jetzt ein paar Tipps, was du beachten kannst, damit die Motivation immer erhaben bleibt. Richtig anziehen. Ja, genau das ist das Problem im Frühling. Denn man freut sich, dass es schon draußen warm ist und man geht sofort raus mit kurzen Sachen. Doch manchmal vergisst man, dass gegen Abend die Temperaturen abnehmen und so eben es auch kühler wird. Doch aus eigener Sache weiß ich, dass man sich selten zu kalt anzieht, das heißt also zu wenig anhat, sondern dass man eher zu viel anhat. Denn dann kommt es zu einem Hitzestau und dann sind die Leistungen schnell im Keller. Denn manchmal kommt es mir auch so vor, dass die Leute einfach nur Winterklamotten haben, mit denen man laufen kann. Also Winterkleidung, die man immer wieder anzieht. Warum laufe ich noch im Frühling mit einem normalen Pulli herum, der einfach aus Baumwolle ist und so schlecht saugt, also beziehungsweise gut saugt, aber immer nass bleibt? Und warum kann ich nicht einfach ein Funktionsleiberl anziehen? Das sind die Fragen, die ich mir häufig stelle. Und darum kann ich euch nur empfehlen, legt eure Winterzeuge in den Kasten, sobald es schön warm draußen ist, und zieht Funktionsunterwäsche an oder leistet euch einmal eine Funktionsunterwäsche, weil mit der läuft man sich einfach viel besser und außerdem wird man nicht so schnell nass, weil da eben der Schweiß abtransportiert wird und es macht einfach viel mehr Spaß. Nur weil draußen die Sonne wieder scheint und dadurch die Temperaturen steigen, musst du darauf achten, dass du nicht übertreibst in einem Training. Schau, dass du genug Entlastungszeit hast während deiner Belastung. Das heißt, am besten du setzt auf den Mesozyklus. Das ist eine spezielle Form des Trainings, wo du 4 Wochen im Vorhinein planst, diese 4 Wochen dann durchziehst und dann hast du wieder eine ruhigere Woche, wo du weniger Laufeinheiten hast, eher auf Entlastung. Und da hast du dann vielleicht ein paar Krafteinheiten und dann wiederholst du den Vorgang wieder. Das ist ungefähr wie beim Auto, weil da fahrst du auch nicht mit dem dritten Gang weg, sondern musst zuerst in die erste, weil dein Körper langsam Schwung braucht, bis er ins Fahren kommt, weil er sonst gleich abstirbt und dadurch der Körper kaputt geht. Also schau, dass du ruhig das Ganze angehst und dich langsam steigerst. Dadurch werden auch deine Laufzeiten besser. Du kannst mehr Kilometer laufen und schnellere Kilometerschnitte. Das kommt dann alles mit der Zeit, also lieber ruhig und langsam beginnen. Flora und Fauna erwachen wieder aus ihrem Winterschlaf. Genau aus diesem Grund würden wir empfehlen, raus in die Natur zu gehen. Es gibt so viele verborgene Schätze, wie zum Beispiel diese Blumen hier. Denn all diese Schätze kommen jetzt erst wieder so richtig zur vollen Geltung. Es wird draußen grün, die Blätter sprießen, Blumen sprießen und das alles verpasst du, wenn du immer nur in der Stadt herumläufst. Drum lauf ins Grüne und genieße die Natur. Zudem ist es zu empfehlen, in der Dämmerung oder in den Morgenstunden raus auf die Felder zu gehen, weil dann siehst du viele verschiedene Tiere. Rehe und Hasen fangen dann erst an richtig zu leben und kommen aus ihren Unterschlüpfen heraus. Und wenn du das siehst, dann macht dir Laufen viel mehr Spaß. Zudem vergeht die Zeit viel schneller und das Laufen ist nicht so anstrengend. Drum geh raus in die Natur und hab Spaß. Unsere Haut nimmt über das Sonnenlicht das wertvolle Vitamin D auf. Dieses Vitamin D wird im Körper verwendet, um das Immunsystem und die Knochen zu stärken. Mediziner empfehlen uns, mehrmals die Woche für mindestens 10 Minuten hinauszugehen. Und genau das können wir mit dem Sport verbinden. Weil wir sind sowieso mehrmals die Woche, auch mehr als 10 Minuten in der Natur. Und so tanken wir genug Sonne, um gerade den Vitamin D-Mangel, den ein Großteil der Bevölkerung über die Wintermonate angesammelt hat, wieder wegzumachen. Also genau aus diesem Grund liege ich jetzt in der Wiese und genieße die Sonne. Das könnt ihr auch jederzeit machen. Gerade zu Ostern führt man oft einen Osterboots durch. Genau das solltest du auch im Schuhregal durchführen. Denn die meisten Laufschuhe, die du im Winter anhast, sind jetzt nicht mehr zu gebrauchen. Weil einerseits haben sie viele Kilometer drauf, du hast sie vielleicht nicht direkt
beim Winteranfang gekauft, sondern schon im Sommer verwendet. Und deshalb solltest du deinem Fuß an etwas Neues gewöhnen. Denn dein Fuß braucht Abwechslung. Außerdem braucht auch deine Schuhe Abwechslung, weil irgendwann sind sie einfach kaputt und die Dämpfung ist nicht mehr so, wie sie sein sollte. Deshalb schau, dass du immer mitzählst, wie viele Kilometer du bereits auf den Schuhen hast. Da gibt es verschiedene Apps, die das machen. Und dann, wenn es Zeit ist, neue Schuhe zu kaufen, gehst du in ein Laufgeschäft und lässt dich beraten. Die finden dann sicher den passenden Schuh für deinen Fuß. Zudem ist es wichtig, mehrere Schuhe zu haben, also ein Paar für Dauerläufe, eins für Wettkampf und eins für Intervalle. Denn das gibt dem Fuß Abwechslung und die Abwechslung braucht der Fuß, um richtig Gas geben zu können. Fehler bei der Lauftechnik schleifen sich ein. Wenn ich manchmal nicht beim Wettkampf mitlaufe, sondern nur am Straßenrand stehe und zuschaue, denke ich mir wirklich, wie manche Leute laufen können. Das schaut einerseits ungesund aus und schaut schon aus, als würde es dem Läufer Schmerzen verursachen. Gerade jetzt im Frühling kannst du die Zeit dazu nutzen, einfach eine Lauftechnikanalyse zu machen oder verschiedene Laufschulübungen, wo du den ganzen Laufstil verbessern kannst. Und das ist dann eben auch für den Körper besser, weil ein schlechter Laufstil wirklich ungesund sein kann. Der Osterhase hat uns erzählt, dass die Anstrengungen der letzten Woche vorbei sind und er jetzt wieder richtig Gas gibt und auch mit Laufschuhen durch die Gegend hüpft. Deshalb fangen wir auch wieder an zum Laufen und ihr solltet es auch. Und das Wichtigste ist, vergesst niemals, dass ihr Spaß an der Sache habt, weil dann geht alles viel einfacher. Viel Spaß beim Laufen!